Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Garnet TV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und wir wollen heute mal wieder eure Aquarien anschauen. Habt ihr auch derzeit so ein Schneechaos? Wir haben derzeit minus 11 Grad draußen, richtig viel Schnee, bin ich überhaupt kein Fan von, aber ist auch gar nicht so schlimm, so bleibt man ein bisschen zu Hause vielleicht und auch ein bisschen vernünftig. Was macht ihr in der Zeit? Habt ihr frei? Könnt ihr irgendwas machen? Habt ihr Homeoffice? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Der einzige Nachteil bei uns ist natürlich, dass wir derzeit keine Tiere verschicken. Aufgrund der niedrigen Temperaturen machen wir das Ganze zum Wohle der Tiere nicht. Denn auch trotz Heatpack ist es sehr, sehr, sehr kalt und wir wissen nicht, ob die LKWs mit den Garnelen irgendwo liegen bleiben. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und deswegen haben wir den Versand für Tiere ausgesetzt. Erstmal so lange, bis natürlich die Temperaturen wieder auf Normalstand sind. Wir sind minus 1, minus 2 Grad. Das können wir wunderbar mit Heatpack und Styroporbox versenden. Aber das Erfreuliche ist, ihr könnt trotzdem bestellen. Produkte wie Aquarien oder auch Filter oder Kescher und sonst irgendwas wird weiterhin versendet. Also falls du gerne mal in meinen Shop reingucken möchtest, der Link steht dazu unten in der Videobeschreibung. Falls du gerne bei diesem Format hier mitmachen möchtest und dein Aquarium allen Menschen hier präsentieren möchtest, kannst du das ebenfalls tun, wenn du in die Videobeschreibung guckst. Da ist alles einmal erklärt. Wir gucken uns jetzt mal an, wer hat uns denn hier was geschickt? Der Jan Niklas Steve. Hi, ich bin 13 Jahre alt und habe drei Aquarien, zwei 30 Liter und einmal 125 Liter Aquascape. Eins davon stelle ich dir heute vor. Oh, drei Stück und nur eins stell dir vor, auch schön. Das Aquarium hat 30 Liter, läuft seit Mai 2020 und beherbergt seit Januar 15 Yellowfire. Außerdem lebt noch eine Geweihschnecke im Aquarium. Ich hoffe, es gefällt dir. Liebe Grüße. Da bin ich ja mal gespannt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Da stehen doch gleich die 30 Liter Aquarien nebeneinander, von dem anderen, wo er gesprochen hat. Und ich sehe hier schon direkt die Yellowfire Garnelen. Seht ihr das auch? Ja. Yellowfire Garnelen, relativ frisch noch eingerichtet. Schauen wir uns das Ganze mal an. Da haben wir die erwähnte Geweihschnecke. Witzig ist, dass das fast identisch aussieht von der Einrichtung her. Auch von den Pflanzen her. Vielleicht ist es auch fast dasselbe. Haben wir eine Kokosnuss mit Anubias obendrauf, Moos, Laub, alles, was die Garnelen eigentlich brauchen. Finde ich so ein Garnelenaquarium finde ich immer super. Ein paar Stängelpflanzen hinten. Reicht vollkommen aus. Mehr ist eigentlich, muss man gar nicht haben. Schöne gelbe Yellowfire Neocardina Davidi. Absolut Hammer, was die an Farben da haben. Auch immer meine, die ich ja im Shop verkaufe. Unglaublich, diese Farbgebung finde ich immer wieder prima, die Tiere selbst zu sehen. Ja, zu dem Aquarium kann man nicht viel sagen. Ist ein Garnelenaquarium, finde ich so ein richtig typisches. Finde ich super eingerichtet, macht was her. Schwarzer Bodengrund, die gelben Tiere kommen richtig gut zur Geltung, was ich hier immer sehr wichtig finde. Ja. Ja, Niklas. Hervorragend. Von mir Daumen nach oben. Schauen wir uns auch direkt das nächste an. Servus, Lukas und Aquaristic Fans. Ich heiße Max, bin 22 Jahre alt und hier zeige ich euch mal mein 30 Liter Aquarium von Aquael. Es ist mein allererstes Aquarium und habe keine Vorkenntnisse. Dieses Format hat mir sehr viele Fragen beantwortet und mich erst recht überzeugt, mir ein Aquarium zuzulegen. Das freut mich natürlich zu hören, wenn ich motiviere hier mit meinen Videos, dass du dir ein Aquarium zulegst. Das ist ja das größte Lob, was man überhaupt kriegen kann. Daher hoffe ich, dass du dich auch noch umentscheidest für diese Videoreihe und noch lange weiterführt. Also, mein Aquarium läuft seit knapp 4 Monaten und den Pflanzen sowie den Tieren geht es prächtig. Besatz sieht wie folgt aus. Hat er geschrieben, was ist? Ja, 30 Liter. 4 Blue Dream, 4 Black Sakura, 3 Red Biganel, 4 Blue Rack, Black Wheelie, 2 Yellowfire, 3 Redfire Sakura, 2 Red Pearl Garnelen, 5 rote und 2 gelbe Rennstecken. Also ein riesen Mischmasch an Neocaridina-Arten, aber auch 3 Red B-Garnelen. Okay, zudem sind 3 Garnelen inzwischen schon schwanger und ich freue mich schon auf den Nachwuchs. Mein Filter ist babysicher. Das ist natürlich immer das Allerwichtigste, dass der Filter natürlich am Ende garnelensicher ist, auch für die Baby-Garnelen. Dafür eignet sich immer der Bob-Schwammfilter, den ich bei mir in jedem Aquarium habe, weil der erstens mega, mega leise ist, und auch dazu eigentlich noch günstig und im Betrieb halt überhaupt nichts kostet. Andererseits kann man natürlich auch Hamburger Mattenfilter verwenden oder andere Schwammfilter, wie der Brillantfilter von Tetra oder auch andere Schwammfilter, die halt optimal sind, damit die kleinen Tiere nicht eingesaugt werden. Ich freue mich über alle Tipps und Hinweise, die du mir oder die Community mir geben können für Verbesserungen. Liebe Grüße aus Saarbrücken, der Max. Jetzt bin ich mal gespannt, Max, was du da hast. Der erste Eindruck. Haben wir erstmal schon mal das Bild, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Dieses 30 Liter Aquaart kenne ich, habe ich tatsächlich mal beim Wettbewerb mal alles eingerichtet und mir tatsächlich auch mal eins selbst gekauft tatsächlich.
Schauen wir uns das Ganze mal an. Erstens, eine schöne dunkle Ecke sich ausgesucht, wo das steht. Finde ich richtig, richtig gut. Macht was her. Auch mit der Pflanze daneben, ist schon ganz gut gemacht. Wir haben hier eine große Wurzel, hier eine Wurzel, Steine, Pflanzen. Also auch gut gestaltet. Ich finde auch die Vase hier total lustig. Finde ich gut untergebracht und eine kleine Höhle finde ich richtig gut gemacht. Viele Garnelen, unterschiedlichen Farben. Was man natürlich mal wissen muss, wenn man diese ganzen Garnelen, Neocaridina-Arten zusammenhält, bedeutet es nicht, dass man plötzlich graue oder braune Tiere plötzlich hat, weil eine schwanger geworden ist, so wie es immer viele fragen. Ich kriege ganz oft, ich glaube fast täglich eigentlich diese Frage, vor allem auch, wenn beim Shop jemand welche abholen kommt, mit welchen kann ich sie denn zusammensetzen, ohne dass da irgendwelche anderen Farbgebungen rauskommt. Diese Farbgebung, diese Verblassen der Tiere, andere Farbgebung, das passiert nicht sofort, sondern das ist, passiert nach ein paar Generationen. Und dann ist es auch nicht so, dass alle plötzlich weiß sind oder alle braun fallen oder alle graue fallen, sondern es werden weiterhin rote fallen, es werden weiterhin gelbe fallen. Halt ein bisschen gemischt halt. Ne? Nicht mehr so, wenn man jetzt Yellow Fire hält und da kommen nur gelbe raus. Irgendwann kommen da auch mal blasse Tiere raus. Und die muss man dementsprechend wieder ausselektieren, damit man die gelbe Farbe behält. Dementsprechend kann man das auch mit diesen ganzen Mischgarnelen dann am Ende machen. Man nimmt die farblosen Tiere wieder raus, um dementsprechend Farbe zu behalten. Der Nachteil, warum ich eben doch beim Lesen 3 Red B Garnelen stutzig war, ist einmal, weil die, ja, es ist so, dass man, dass sich unter anderen Garnelenarten untereinander verdrängen können. Jetzt die Neocaridina-Arten, die sind sehr vermehrungsfreundlich und die Red B Bienengarnelen sind nicht immer so einfach. Die stellen sich mal ein bisschen an, was die Vermehrung angeht und dementsprechend sagen die nicht, oh, ich werde jetzt mal schwanger und vermehre mich. Die werden manchmal auch deswegen einfach verdrängt und sterben deswegen einfach aus dem Aquam aus. Das sollte man natürlich immer beachten. Ebenso ist es immer so wichtig, woher hole ich mir die Bienengarnelen? Werden die auf Leitungswasser gehalten? Muss ich die auf Osmosewasser halten? Muss ich sie auf weichem Wasser halten? Muss ich sie auf hartem Wasser halten? Ist immer ganz viel zu beachten und deswegen für mich immer keine Anfängergarnele, die ich empfehle, außer man liest sich sehr, sehr gut ein. Man gibt auch viele Videos auch von anderen YouTubern, die das ganz gut beschrieben haben, wie man die ganz gut hält. Allerdings mit Neocaridina-Arten kann man immer meistens am Anfang überhaupt nichts falsch machen. Schauen wir uns jetzt weiter an. Hier haben wir eine Red Fire, eine Yellow Fire. Geweihschnecke und eine Blue Dream. Sieht schon cool aus, ne? Und da haben wir auch eine Red Bee. Ne? Also es sieht schon echt cool aus, wenn die im Aquarium sind. Ich stehe auch total drauf auf so eine kleine Bunttüte. Finde ich eigentlich auch klasse, habe ich aber noch nie gehabt, tatsächlich. Ne? Der Chris Lukow hat immer ganz oft Bilder damit gemacht oder hat ja auch, wenn er auf Messen ist, so ein Aquarium, wo einfach alle bunt drin sind. Er sieht ja gar nicht so schlecht aus. Oh, eine schöne Häutung gefilmt. Sieht man auch sehr, sehr selten. Da ist plötzlich aus der Haut rausgesprungen. Wunderbar, wenn man sowas festhalten kann oder auch mal selbst beobachten kann. Muss man ein paar Stunden einfach vom Aquarium sitzen, dann klappt das schon. Auch lustig, das wurde ja als Futterschale benutzt, da ist das Futter drin und da treffen die sich dann zum Fressen. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist doch mal schön. Schönes Aquarium. Von mir Daumen nach oben. Schauen wir uns ein Aquarium von den Even an. Hallo GarnelenTV, hier ist mein Aquarium 54 Liter. Besatz 6 Perlenumbärblinge, 6 Erbsenkugelfische. Finde ich zu viele Erbsenkugelfische. Ich empfehle wirklich 3 Stück auf 54 Liter. Das meine ich wirklich einfach so, weil 6 Stück sind einfach zu viel für 54 Liter. Circa 40 Neocaridina-Garnelen, leider am Anfang den Fehler gemacht, Farben zu mischen. Da können wir dann mal rausgucken, was da eigentlich noch ein bisschen rauskommt nach ein paar Generationen. So, hier haben wir das Aquarium. Das ist so das typische 54 Liter Aquarium. Ist so ein typisches Anfänger-Aquarium, weil es auch so ein Komplettset ist wie hier. Haben wir relativ groben Kies. Ich guck mal gerade, ob man noch ein bisschen was an der Qualität machen kann. Ja, 1080p geht noch. Ach, guck mal einer an. Wird dann auch nochmal scharf. Haben eine Kokosnuss. Bin ich ja der absolute Fan. Seit neuestem auch wieder als Kind habe ich das halt auch selbst drin gehabt. Haben eine Futterschale drin. Schön dichte Bepflanzung, wo sich die Fische verstecken können. Und da haben wir natürlich die Erbsenkugelfische, die hier rumflitzen. Wie gesagt, 3 Stück reichen völlig aus. Ich finde es ein bisschen zu viel, 6 Stück. Das ist einfach meine persönliche Meinung, weil ja, die auch einfach ihr Revier verteidigen, vor allem, wenn noch andere Fische dabei sind. So, sehr hektisch gefilmt auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir gleich mal ein Beispiel der Garnelen. Da,
Hier, solche Farbgebungen kommen dann raus. Das ist jetzt unscharf. Das sind halt blassere Tiere, haben noch einen kleinen, Farbstrich mit drin. Wenn man die zum Beispiel jetzt ausselektiert und ein anderes Aquarium zum Beispiel tut, dann behält man auch weiterhin die gelben Farben und so weiter. Man muss dafür ein bisschen... Ah, jetzt haben wir auch ein scharfes. Aber da sieht man auch, das ist kein richtiges Gelb mehr. Das wird halt auch langsam so bräunlich, grünlich. Ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, aber die schöne Perlen und Bärblinge, auch absolut tolle Fische, kann man super mit Garnelenfell gesellschaften. Kugelfische sind auf jeden Fall sehr gut genährt, haben natürlich auch gut was zu fressen, wenn die Jungen sich, beziehungsweise wenn die Garnelen sich vermehren, da schnappen sie sich auch ab und zu mal kleine Garnelchen. Und da sieht man auch wieder farblose Tiere, passiert einfach, wenn man sie mischt. Ist einfach so. Was das hier ist, weiß ich noch nicht so richtig. Aber ansonsten ist es sehr gut bepflanzt. Wie gesagt, meiner Meinung nach zu viele Erbsenkugelfisch in 60 Liter. Ich empfehle 3 Stück. Guck dir gerne mal mein Erbsenkugelfisch-Video dazu an. Jetzt haben wir hier nochmal was sehr Besonderes. Ein richtig tolles Aquarium, glaube ich. Das ist ein 108 Liter Aquarium mit dem Maßen 60x40x45. Läuft seit einem Jahr. Besatz sind 50 Neocarina Red Fire und 18 Neons. Und das ist vom Flo. Und das Titelbild habe ich nämlich schon gesehen. Und ich hoffe auch, das, was ich auf dem Titelbild oder wir hier sehen, das wird auch so aussehen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Yes. Absolut Hammer, oder? Absolut wow. So ein Aquarium wünscht sich eigentlich jeder überall stehen. Erinnert mich immer an Interzoo, wenn da die Ausstellungsbecken sind, die ja bis zum feinsten kleinen Grashalm gepflegt sind, damit man die Leute anzieht. Absoluter Hammer. Immer dieser Kontrast zwischen Rot und Grün und Wurzel, Hammer einfach. Na, und dazu noch die einfachen Neons. Ne? Ich finde Neons ja so klasse. Es ist einfach nur so ein Fisch, den hat eigentlich jeder. Aber macht richtig was her. Und auch hier sieht man, dass man die Neons wunderbar mit Garnelenfell gesellschaften kann, ebenso, weil er halt eine sehr dichte Bepflanzung ist. Hammer. Ich kann nur sagen, Hammer, Hammer und nochmal Hammer. CO2 haben wir drin, einen schönen Außenfilter mit Glas, auch sehr schön. Hinten haben wir, glaube ich, so ein bisschen sogar das Moos, das Algen wachsen lassen an der Rückscheibe. Was man super machen kann, ist eine super Abweidefläche für Junggarnelen, für Gemeingarnelen. Finde ich überhaupt nicht schlimm, gibt auch noch mal so einen kleinen Touch mit her. Absolut Hammer. Traumhaft, ich halte es, das war doch ein super Bild. Ich halte es einfach da noch mal an. Wie perfekt die Pflanzen wachsen, super beleuchtet, super CO2, schön gepflegt. Hier wird immer schön abgetrennt, die Pflanzen. Hammer, wirklich. Auch das Moos hier, wie das wächst, absolut grandios. Gefällt mir richtig gut, würde ich sofort mitnehmen und hier hinstellen. Flo, super Werk, also wirklich, absolut Hammer. Hervorragend. Mehr davon. Reicht gerne eure Aquarien ein. Ganz wichtig, wenn ihr das macht, fangt bitte von meinem ganzen Aquarium an. Und wackelt nicht hin und her und zeigt da irgendwo sinnlos was rum. Zeigt es wie hier, einfach ein paar rumschwenken. Wir müssen nirgendwo nah rangehen, um das zu erkennen. Ganz einfach, easy, eine Minute Film oder anderthalb. Und dann schickt ihr mir das ganz gerne einfach auf YouTube, beziehungsweise so wie es unten in der Videobeschreibung steht, zu. Falls du das machen möchtest, das hier steht alles in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund, passt aber doch auf euch alle auf. Lasst das Auto einfach mal stehen. Bleibt lieber einfach zu Hause und wir sehen uns auf jeden Fall. Wenn es heißt, schaust du Garnelen TV, wirst auch du Garnelen schlau. Mein Name ist Lukas Müller. Ciao, bis dann.